Es wirkt ganz schön vortragslastig, eventlastig bei uns und bei mir. Ich habe vor ein paar Monaten eine Anfrage bekommen von einem Verlag aus der Region hier und werde jetzt in ein paar Wochen schon einen Vortrag dort halten und im Dezember auch ein Seminar halten zu einem ganz geilen Thema, zum Thema Storytelling. Und irgendwie hat das. Wir hatten ohnehin schon geplant, so wir müssen mich ein bisschen mehr als Speaker auf ein paar Events bekommen. Wir müssen generell Vortragsgeschichten, Meetups und Co. als Leadquelle besser identifizieren. So, und diese Anfrage von dem Verlag und die anschließende Planung hat einige Steine ins Rollen gebracht. Bis Januar, Februar sieht es ganz gut aus. Heißt, wir haben jetzt, ist zwar eine firmeninterne Geschichte, aber am 8.11., wenn ich nicht irre, haben wir unseren internen Strategie-Visions-Kickoff mit anschließendem, mit Vorstellung des Heads-of-Teams und mit anschließendem Nachmittag, der fachlich tief ins Thema Content-Marketing geht. Da werde ich ein bisschen was erzählen, aber nicht viel. Zweitens, am 15.11. machen wir ein exklusives Event für Marketingmanager hier bei uns im Büro zum Thema Content Marketing Prozesse und Best Practices. Dann habe ich Ende des Monats November den Vortrag beim Verlag. Dann kommt im Dezember das Seminar. Im Januar werden wir ein weiteres Gastspiel haben, Meetup wieder. Wieder ein Vortrag bei uns zum Thema ja, irgendwie Unternehmertum und Marketing und so, meine Story, wie ich das hier aufgebaut habe und so weiter. Sechs Sachen jetzt in den nächsten 3 Monaten, also auf ein Quartal gesehen, sechs Vorträge, sechs Events. Ich hoffe, wir können die Taktung so halten. Das hoffe ich, bevor ich gesehen habe, wie es sich ausgezahlt hat. Aber ich weiß, es wird sich auszahlen. Es wird auf die Brand einzahlen, es wird auf meine Personal Brand einzahlen, auf die Agentur einzahlen, auf die Sales einzahlen und auf die langfristige Positionierung und den Erfolg einzahlen. Deswegen hoffe ich, wir können die Taktung mindestens halten oder sogar steigern und vor allem immer relevanter machen und immer einfacher für uns, weil wir machen uns natürlich gerade Gedanken, so fuck, wir müssen Klappstühle kaufen und was weiß ich, so ein Scheißdreck halt. Die ganzen organisatorischen Sachen außenrum, die man halt einmal geregelt haben muss. Und dann ist ja so ein Event nicht mehr ganz so kompliziert, wenn es dann zum tatsächlichen Tag kommt, ein paar Snacks und Getränke zur Verfügung zu stellen, wenn der Content da ist. Ja, Vorträge, Live-Events, Meetups, exklusive Events. Ich hoffe, wir werden nicht viel zu viel Geld verbrennen bei dieser Geschichte und ich hoffe, wir werden möglichst schnell herausfinden, wie wir sowas erfolgreich machen können, wie sowas den Leuten Spaß macht, wie wir eine virale Komponente dort reinbekommen und wie wir möglichst viele Leads reinbekommen.